1Z11 Preston nach Derby. Fahren Sie mit diesem Sonderzug von Asbury zum Guide Bridge Up and Down Personenwagen Abstellgleis. Fahren werden wir die LMS Jubilee 460,7 Tonnen schwer, 12 Wagen im Zugverband, 241,3 Yards auf der Strecke Asbury's Guide Bridge von dem DLC Spirit of Steam. Und ich würde sagen, wir beginnen. Damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von Trainsimulator 3, die Danny Spitters. So, wir werden erstmal das Ganze vorwärts stellen. So. Dann machen wir jetzt noch aus. Wir warten erstmal. Jetzt stehen wir mit unserer Jubilee. Ach geil. Mega. Wunderbar. Die Herrschaften sitzen hier schon im Zug. Warten darauf, dass es weitergeht. Kommen wir nicht weiter. Kommen nicht bis zum Ende des Zuges. Macht komisch. So, dann schauen wir mal, wie es vonstatten geht gleich. Unser LMS Jubilee. An diesem 10. September 2023. So. Wenn wir losfahren, lösen wir die Bremse. Rot. Noch rot. Abgelehnt. Gut, dann warten wir. Haben wir noch irgendwie was da vor uns? Ist der hier? Ah, deswegen. Das fällt nämlich hier voll auf unserem Fahrweg. Deswegen. Den haben wir rot, weil der hier. Mit einer Farbe steht. Geht aber jetzt weiter, wir haben grün. So, dann müssen wir lösen und auf geht's. Ja.
wieder rot irgendwo. Jetzt haben wir gelb. So, 4,5 Meilen, wenn wir anhalten. Guide Bridge, einwärts und auswärts Personenschleife. Im Moment fahren noch, nicht mehr lange. Dann dürfen wir immerhin 40. Sehen aber sehr modern aus, die Bahnhöfe für dieses Zeitalter, sag ich mal. Aber immer noch 15, jetzt super schneller. Es war einfach hier auf Geschwindigkeit zu kommen, bei 0,6% Steigung. Fass es nicht. Da stehen Waggons von DB Schenker in England. Moderne trifft Geschichte oder wie? Wahnsinn. Fahren ja hier auch unter Fahrdraht hinweg, also gibt es auf jeden Fall Züge, die mit Strom fahren. Auf dieser Strecke zu dieser Zeit. So, in 2,5 Meilen dürfen wir nur noch 40 fahren, aber da kommen wir ja nicht mal hin. Wahnsinn, echt Wahnsinn.
So, jetzt geht's ein, boah, 1% steigern. Wahnsinn. Ach, eine Klasse 300 irgendwas. Kommen wir überhaupt an? Das gibt es doch gar nicht. Waren wir kein Heizer? Warum haben wir keinen Heizer? Das finde ich doch nicht gut. Mit 15 MPH kommen wir hier rum. Wahnsinn. Wieder ein bisschen schneller. Und trotzdem noch so langsam. Wahnsinn. Echt. So, 11:48 Uhr werden wir leider nicht anhalten können. Aus diversen Gründen. Ihr seht es ja selber, ich komme nicht weiter voran. Ich habe vollständig geöffnet und komme trotzdem nicht schneller als 20 mph.
wird hier schneller. Wie gesagt, das ist jetzt ein kleines Farbplan-Szenario aus dem DLC Spirit of Steam. Wenn ihr mehr sehen wollt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich setze es dann gerne um für euch, auch im Rahmen von TSW 4 dann natürlich. Und ja, also wenn ihr davon mehr sehen wollt, schreibt es gerne in die Kommentare. Schreibt, was euch gefällt, was euch weniger gefällt. Und versucht es dann umzusetzen. Es gibt auch wunderschöne Szenarien von. Also wenn ihr da irgendwas sehen wollt, schreibt gerne in die Kommentare. So, dann haben wir es auch gleich geschafft. Eine Meile noch. Ja, kommen wir schon mal leichter zur Bremse mehr. Oh nee, jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Oh nee, bitte nicht. Komm schon. Na, also geht's doch. Das ist echt nicht einfach, die zu steuern. Das kann ich euch schon mal sagen. Oh nee, das rote Signal ist genau hinter dem Zielpunkt. Och nee, das hasse ich ja wie die Pest. Das wird jetzt richtig prickelnd. So, da hinten ist der Zielpunkt. Wenn ich zu schnell das, die Leistung wegnehme, bleibe ich stehen bei 1,3% Steigung. Zu spät, ich habe ein rotes Signal. Leute. Ein Stückchen noch. Ja, das passt.
So, das war's mit dem kleinen Szenario aus dem DLC Spirit of Steam. Wir haben eine Bronze erhalten, wahrscheinlich weil wir zu spät sind. Wenn euch das gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, dann macht wie immer gar nichts. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Sonntag, eine schöne Woche. Wieder eine Woche weiter dann an PSV4 ran. Und ja, wie gesagt, wenn ihr mehr von Spirit of Steam sehen wollt, Szenarien, Fahrplanszenarien und so weiter, schreibt es gerne in die Kommentare. Hier steht's, Train Sim World 4 coming soon. Ja, und wie gesagt, wenn ihr mehr sehen wollt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich werde dann mein Möglichstes versuchen. Ich finde das mal eine richtig schöne Abwechslung mit Dampflok und ja, sind auch schöne alte Szenarien dabei, beziehungsweise schöne Szenarien dabei. Wenn ihr da mehr sehen wollt, haut in die Kommentare. Wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen fürs Erste. Und ich sage dann mal, bis zum nächsten Mal. Euer der Dennis spielt das. Macht's gut, habt eine schöne Zeit, bleibt gesund, bleibt mir treu. Bis dann, macht's gut. Ciao, Servus und Tschüss.